überall nur schwarze Kacheln. Im Laufe der letzten Online-Semester haben wir alle in und mit Videokonferenzsystemen gearbeitet, gelernt, gelehrt. Und in diesem Zuge kam es zu, ja, ich möchte fast sagen, zu einer Unsitte, dass nämlich einige der Kolleginnen und Kollegen, der Studentinnen und Studenten in Konferenzen, Sitzungen, aber sogar auch Lehrveranstaltungen ihre Kamera ausgeschaltet lassen und eben entsprechend nur mit einer schwarzen Kachel und ihrem Namen an einer Sitzung oder an einer Lehrveranstaltung teilnehmen. Und das ist schade. Schade deswegen, weil Interaktion und Kommunikation in Videokonferenzsystemen viel angenehmer, viel natürlicher ist, wenn alle Beteiligten auch tatsächlich da sind und auch sichtbar sind. Und das hat zum Beispiel auch was damit zu tun, dass sich das Verständnis verbessert, wenn man, auch wenn wir nicht in der Lage sind, alle von Lippen abzulesen, aber wenn wir einfach sehen können, wie jemand die Lippen bewegt, was jemand dazu sagt und wir auch die Gestik und Mimik wahrnehmen können. Die Gestik und Mimik zum Beispiel ist nicht gerade unwesentlich, wenn es zum Beispiel darum geht, Ironie zu erkennen. Das ist einfacher möglich, wenn man nicht nur die Stimme zur Verfügung hat, sondern entsprechend auch die jeweilige Person sehen kann. Man sieht zum Beispiel auch Fragezeichen im Gesicht. Das finde ich gerade als Lehrender finde ich sehr wichtig, wenn ich Studentinnen und Studenten versuche, etwas zu erklären und sehe dann Fragezeichen bei einigen, dann habe ich die Möglichkeit, darauf Bezug zu nehmen und nochmal zurückzufragen und gegebenenfalls auch einen Aspekt nochmal zu erklären. Und das könnte ich natürlich nicht sehen, wenn ich entsprechend nur in schwarze Kacheln schauen müsste. Und man sieht auch was ganz Praktisches. Man sieht zum Beispiel auch viel besser, wenn jemand etwas sagen möchte, dann muss die Person auch nicht die gelbe oder grüne, blaue Hand melden, die in manchen Videokonferenzsystemen so per Klick angeboten werden, sondern kann sich einfach relativ einfach per Hand melden, wenn die Gruppe nicht zu groß ist und man entsprechend alle sieht. Auch das macht Interaktion, Kommunikation, zum Beispiel in Lehrveranstaltungen, auch in Sitzungen, viel natürlicher, viel, viel angenehmer. Das heißt also, es gibt unglaublich viele Gründe, die Kamera eingeschaltet zu haben in Sitzungen, vor allem auch in Lehrveranstaltungen und auch eingeschaltet zu lassen. Und trotzdem ist es aber so, dass es einige Studentinnen und Studenten gibt, die gerne die Kamera ausgeschaltet haben. Und um die Gründe dafür zu erfahren, habe ich mal in einigen Lehrveranstaltungen in die Runde gefragt, warum haben sie die Kamera ausgeschaltet. Und das war interessant, denn es hat mir gezeigt, dass es ein paar, ja, würde ich sagen, Missverständnisse gibt diesbezüglich, aber tatsächlich auch einige ganz gute Gründe, die Kamera mal ausgeschaltet zu lassen. Der für mich beste Grund ist, wenn es technisch aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, die Kamera eingeschaltet zu lassen. Das könnte zum Beispiel sein, die Internetverbindung funktioniert nicht richtig oder funktioniert gar nicht. Ihr Internet Service Provider hat sie im Stich gelassen und sie müssen beispielsweise über mobile Daten teilnehmen. Und wenn man da die Kamera ausgeschaltet hat, dann erzeugt das entsprechend nicht so hohe Kosten oder ermöglicht jetzt beispielsweise bei einer sehr schwachen Bandbreite, bei einem nicht so performanten Internetanschluss, beispielsweise in Deutschland immer noch in ländlichen Gebieten, leider, man glaubt es kaum, aber das ist tatsächlich wahr. Und da ist es dann zumindest die Möglichkeit, dass sie an der Lehrveranstaltung trotzdem teilnehmen können, obwohl es sonst vielleicht aufgrund der niedrigen Bandbreite nicht möglich gewesen wäre. Und das ist dann tatsächlich für mich ein sehr guter Grund, die Kamera mal ausgeschaltet zu lassen, ausnahmsweise, wenn es eben nicht anders geht, und um trotzdem teilhaben zu können. Ein weiterer Grund, der nicht gerade selten genannt wird, ist auch, dass sich Studentinnen und Studenten unwohl oder auch beobachtet fühlen im Rahmen der Videokonferenz. Da frage ich mich dann aber manchmal, ist es nicht vielleicht wirklich eher nur etwas Ungewohntes? Ist es nicht eher so etwas, woran wir uns vielleicht gewöhnen können? Denn wenn wir in dieser Welt unterwegs sind, wenn wir
S-Bahn fahren, U-Bahn fahren, an der Universität oder an der Hochschule in der Vorlesung sitzen, dann kommt es ja immer vor, dass uns andere beobachten, und dass wir uns deswegen auch unwohl fühlen und sozusagen eigentlich eine Werteabwägung, ist es wirklich so unangenehm, wenn ich entsprechend mit einem Bild an einer Lehrveranstaltung teilnehme, oder habe ich nicht letzten Endes auch etwas davon, wenn ich meine Kommilitoninnen und Kommilitonen sehen kann, also wenn entsprechend alle mit einem Bild dabei sind. Also fühlt es sich nur dann vielleicht merkwürdig an, wenn ich die oder der Einzige bin, der mit einem Bild dabei ist. Andersrum, wenn es eine Etikette, wenn es Usus wäre, dass wir alle mit eingeschalteter Kamera dabei sind, dann wäre es vielleicht gar nicht so tragisch und würde sich vielleicht Einzelne nicht unwohl fühlen. Und das wäre nett, wenn diejenigen, deren Gründe dies sind, einfach darüber nachdenken können. Wenn ich das Video anmache, dann können es vielleicht andere entsprechend auch leichter. Und andere Argumente sind beispielsweise, dass gerade jetzt bei Lehrveranstaltungen, die sehr früh stattfinden, relativ früh stattfinden, vielleicht um 8 Uhr morgens schon, und einige sagen, ich bin da noch nicht gekämmt oder ich bin noch nicht ordentlich geschminkt. Und ja, da denke ich, okay, beides ist etwas, was an Universitäten und Hochschulen gar nicht so wesentlich ist. Also, ob es vielleicht wirklich so tragisch ist, wenn man ungeschminkt oder ungekämmt an einer der Veranstaltungen teilnimmt, und ob es wirklich so interessant für die anderen ist, dass ich jetzt gerade noch nicht gekämmt oder noch nicht geschminkt bin. Also, ich hätte da Zweifel. Und selbst für diejenigen, die sagen, ich wünsche mir das, aber gibt es in den meisten Videokonferenzsystemen Filter, mit denen man zum Beispiel weich zeichnen kann, mit denen man aber auch beispielsweise sich quasi virtuell schminken kann. Probieren Sie es mal aus, wenn es für Sie erleichtert, aber behalten Sie im Hinterkopf, eigentlich braucht man weder Haare kämmen noch schminken an Hochschulen oder Universitäten. Etwas, was man zum Beispiel auch nicht braucht, oder was aber nicht selten als Grund für die ausgeschaltete Kamera angeführt wird: Ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Und ja, auch dafür gibt es technische Lösungen, in denen man den Hintergrund zum Beispiel verpixeln kann, oder Sie einfach einen virtuellen Hintergrund einfügen können. Wenn Sie aber mal die Gelegenheit haben, uns, also Ihre Professorinnen und Professoren, in unseren Büros zu besuchen, dann werden Sie feststellen, unsere Büros sind mindestens so unaufgeräumt wie ihre Studierzimmer. Insofern noch ein Grund weniger, die Kamera nicht einzuschalten. Ja, Sie sehen, es gibt einige Gründe, die mehr oder weniger sinnvoll, mehr oder weniger sind, die Kamera also nicht einzuschalten. Probieren Sie es aber gerne mal, die Kamera eingeschaltet zu haben, und entsprechend dann ganz anders an einer Lehrveranstaltung teilnehmen zu können, als wenn man einfach nur als sich hinter einer schwarzen Kachel versteckt. Probieren Sie es ruhig auch mal, wenn Sie in einer kleineren Gruppe sind, nicht vielleicht gerade in einer sehr großen Veranstaltung, aber in einer kleinen Veranstaltung funktioniert das durchaus sehr gut, wenn man mal die Kamera, nicht nur die Kamera einschaltet, sondern tatsächlich auch das Mikrofon eingeschaltet lässt. Gerade in kleinen Diskussionsgruppen macht es dann noch harmonischer, noch natürlicher, wenn man sich austauscht, weil man muss nämlich nicht dann immer das Mikrofon erst einschalten, sondern kann direkt in der Diskussion fortfahren. Also das nur mal als Empfehlung. Ein Grund gibt es tatsächlich noch, der selten aber von Studentinnen und Studenten genannt wird, wenn es darum geht, warum habe ich meine Kamera ausgeschaltet. Das ist der Grund, ich möchte gerne mit meinem Namen an der Veranstaltung teilnehmen, kümmere mich dann aber eigentlich um etwas vermeintlich Wichtigeres. Das heißt also, ich bin mit meiner schwarzen Kachel dabei, aber beschäftige mich eigentlich mit etwas ganz anderem. Und ja, da in dem Zusammenhang möchte ich anregen, es besteht ja in den meisten Hochschulen und Universitäten keine Verpflichtung, Veranstaltungen zu besuchen, sondern insgesamt herrscht ja
Studierfreiheit. Und dann denken Sie vielleicht darüber nach, wenn Sie an einer Lehrveranstaltung teilnehmen, dann nehmen Sie richtig teil, dann nehmen Sie voll und ganz teil. Nur dann ist es eigentlich auch sinnvoll. Und wenn Sie keine Zeit haben oder keine Lust oder warum auch immer, dann nehmen Sie eben nicht teil. Das macht, glaube ich, die Lehrveranstaltung insgesamt für alle Beteiligten etwas wertvoller, wenn alle diejenigen, die wirklich Interesse haben, die Lust daran haben, auch mitzuarbeiten, dann entsprechend auch dabei sind und ihre Kamera eingeschaltet haben. Wäre ja zum Beispiel auch merkwürdig, ich hätte Ihnen das jetzt hier erzählt und Sie würden nur eine schwarze Kachel sehen.